Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Mafia 3. Und wie wir sehen, verfolgen wir hier gerade ein Auto. Ich bin gespannt, ob wir es wieder schaffen. Ja, mich auch. Verkehrsregeln einhalten, denken dran. Oh. Weil der Typ hinter uns gehupt hat. So, grün, grün, ist alles okay. Ja. Sichtbar. Ah, wir kriegen ihn. Wir fahren nicht zu dicht auf, nein. So, komm. Ich weiß, wo du bist, Arschloch. Bring ihn unter die Stange. Ich sehe. Wir haben ein Problem. So, komm. Und jetzt habe ich dich. Ja. Jawohl. Ich drücke jetzt ab. So. Ach nö. Wo? Ui. Kommt da welche? Nee, ne? Rede mit Harold Cole. Ich glaube, wir sind schon durch hier. Ey, das ist ja, also... Aber wir haben ja noch, das ist ja das eine und dann haben wir ja noch das mit dem Baubetrieb hier. Ah nee, das ist ein anderer, hä? Das ist, also, die Missionsgeschichten sind irgendwie ein bisschen seltsam, habe ich das Gefühl. Kann mir nicht helfen, sehr unübersichtlich, man weiß nicht, was man tun soll. Eins führt zum anderen, aber dann doch wieder nicht und eine Herleitung fehlt sowieso und, ich weiß nicht. Nee, es ist nicht jetzt ein frustrierender Faktor. Man weiß bloß nicht, was man tut. Also nicht, dass ich nicht wüsste, was ich tue. Also ich weiß nicht, was ich tue, ja. Aber das ist so... So, jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie raus aus dem Laden. So, hier. Hallo. Ja. Und hin da. Nee, jedenfalls, das ist so ganz seltsam. Durch die Dings. Und hier wieder hoch irgendwo, ne? Da. Und da sind wir. Und hier drin? Weiße Frauen, schwarze Frauen und Latine sollten vor. Sind Sie der Mann, den ich treffen soll? Ja, ich bin der Spezialist. Gehört, Sie haben Informationen für mich. Lenny Davis, ich arbeite im Bauamt und Ihr Freund sagte, Sie könnten mir mit meinem Erpresser helfen. Was gibt es bei jemandem wie Ihnen denn zu erpressen? Tja. Mein Büro prüft neue Projekte. Ich habe Mist gebaut, meine Frau betrogen. Und dieser Jimmy Cavar hat das gefilmt. Stellte sich raus, dass das Mädel auch für Cavar arbeitet. Okay. Was will er von Ihnen? Er zwingt mich, fiktive Bauprojekte durchzuwinken und die Schecks für seine Firma einzulösen. Cavar Construction. Sie kennen den Namen sicher von Schildern an der Rathausbaustelle. Die Sache ist, er kommt eigentlich nur bei Problemen her. Passt doch. Probleme machen ist mein Spezialgebiet. Einige seiner Leute hängen in der Innenstadt rum. Ich bin kein schlechter Kerl. Hab bloß einen Fehler gemacht. Ja, sorgen Sie unter, Lenny. Ich besuche Cavars Jungs. Da geht schon was. Was Leute, vor allem, wir machen das alles für lau. Ja, also da muss keiner was bezahlen oder irgendwas anderes. Achso, wer sich wundert, warum ich so wenig Knete habe und die jetzt auch noch übergebe. Was von dem Geld loswerden. Ich habe ja die ganzen Waffen-Upgrades gekauft. Die waren ja wichtig. Ey!
Dein Geld ist bei mir immer am sichersten unterwegs. Da fährt die an mein Auto. So. Fangen wir an. Ich glaube, hier brauchen wir gar nichts groß machen. Hier gehen wir einfach in die Ecke. Mal wieder Befragestunde. Ah. Wir sind wieder an. Hey, du! Mach die Mücke! Komm her! Verstecken hilft nicht! Komm her! Okay, suchen wir woanders weiter. Ah ja, okay. Der nächste. Hallo. Komm her. Ja. Ja, guck mal, wie er sich freut. Und tschüss. So. Haben wir noch was? Nö, nur noch den, den wir befragen sollen und wollen. Ich rufe Bert an. Der kann mir morgen helfen, das alles zur Müllkippe zu schaffen. Moment mal. Wer hat denn was von der Müllkippe gesagt? Hier ist nichts. Alles. Da! Ruft einen Arzt, hier ist jemand verletzt! Ich glaub ja nicht, wa? Weißt du, wer was war das? Kavar Construction. Was ist damit? Mr. Kavar hat gerade tonnenweise Zeugs verschoben. Okay. Das Geld liegt einfach rum und warte darauf, dass es jemand holt. Okay. Bleib in der Stadt. Dein Arsch gehört jetzt mir. So, jetzt will ich mal was probieren. Ist schon richtig. Achtung und tschüss. Jawohl. So, ein bisschen Kohle. Das hätten wir auch. Gut, dann nehmen wir uns die nächste Geschichte vor. So. Kommen wir hier auf die Schnelle runter? Ja. So. Waffe weg. Und auf zu unserem Auto, was hoffentlich, ja, steht noch da. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier noch machen müssen oder ob das bloß eine zweigeteilte Mission war. Ich glaube, das war nur eine zweigeteilte Mission. Einmal so, einmal so. Ja. So. Wow, wow, wow. Jawohl. Das klappt. Und hier drüben müssen wir abhaken. Oh, das hat gut geklappt. So, dann gehen wir mal hier rein. Tune Records. Oh, was ist denn hier? Ach, hier ist geschlossen. Dann wird es wohl hier reingehen. Nee, auch geschlossen. Hä? Ach, hier hinten. Die sitzen alle rum. Pass mal auf, ich probiere mal was. Scheiße! Es hat leider nicht ganz geklappt. Entschuldigung. Rennt! Rennt! Okay, er hatte mich im Visier. Aua! Blute! Trotzt eure Magazine leer! Ja! Ich rufe Hilfe! Du rufst gar nichts. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Okay. Was haben wir denn hier? Playboy. Hui, die kratzt sich. So, was haben wir noch? Einmal da. Und einmal da. Super. Holster die Holster und zerstöre den Kran. Oh ja, das ist eine gute Mission. Die ist gleich hier um die Ecke. Und nochmal. Und hoch. Aber dass er nicht klettern kann, also das wäre es ja noch, ja. Aber vielleicht ist es aufgrund der unterschiedlichen Gebäude. Ah,
Das finde ich schön, also dieses Detail, ja, dass das wenigstens wackelt vom Wind. Jetzt müsste das bloß noch einigermaßen zusammenhängend wackeln. Aber... Du hast hier nichts zu suchen. Ich mach doch gar nichts. Ich rufe Hilfe! Shit. Für diesen Arsch hab ich das Pass. Ich schieße! Ich schieße! Ich komme! Alle her! Mist, 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 Mist. Okay. Okay. Ja, soll's auch. Vorsichtig. 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 So, da unten soll ich hin. Okay, jetzt könnte ich, glaube ich, zu Fuß runter. So, aber erst nehmen wir noch die ganzen Geldsachen hier mit. Aua, aua, aua. Ich verpiss mich. Okay. Ja, 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 ja. So, runter, runter. Ich habe ihn. Hab euch. Ich habe aber nicht mehr viel Munition. Eins, wo ist der andere? So. Der ist auch Geschichte. Dann fehlt uns doch denn. Unser Blut? Okay. Der lebt aber noch. Ich drücke jetzt ab. Ich bin getroffen. Oh, so sterbe ich jetzt. Nicht. Was? Nicht wo? So. Okay, ich hätte hier auch runter müssen, um da den. Mach den Blatt. Da kommt einer. Ich verschwinde sofort. Habe ich vor. Schnell hoch. Schnell hoch. Schnell weg. Waffe weg. Und... Jawohl. So muss das. Oh. Oh. Ich kann es nicht machen. Ich werde auf die Polizei verständigt werden. Komm, starte das Auto. Jetzt bist du erledigt. Nein, ich bin weg. So, und die Polizei ist gerade gerufen worden. Hier können wir noch ein bisschen Baubetrieb stören. Aber erstmal müssen wir raus hier. Okay. An alle Einheiten in der Gegend, bitte bestätigen. So. Oh, was ist das für ein Auto? Aua. So, solange wir uns nicht in den Kegel aufhalten, wir fahren auch geradeaus, sollte uns doch nichts passieren. Ups, ups, ups. Oh, die Polizei juckt's nicht. Oh, der ist gar nicht mal so... Also der ist ganz schön flott unterwegs, muss man mal sagen hier. So, rote Ampel ist egal, wir fahren rüber. So. So, was müssen wir noch kaputt machen?
Räumen das Versteck. Okay. She finally admitted it. He was there too. Put the dog down now and make sure he knows why. Sie hat es letztendlich admitted. Ach Gott. Bestätigt, ne? Er war auch dort. Macht das Schwein kalt, den Hund hier eben halt nach unten. Bla 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 bla. Mal gucken. Sie hat es endlich zugegeben, er war auch da, erledigt den Hund sofort und sorgt dafür, dass er genau weiß, warum. Na, das ist ein kleiner Racheakt. War wahrscheinlich Beischlafopfer, irgendwas in dem Dreh. Hätte jetzt gut ein leckeres Jambalaya vertragen. Jo. Gucken wir mal, wie wir das Versteck hier aufräumen. Ihr habt ihn umgebracht. Wieso zur Hölle musstet ihr ihn töten? Scheißkerle, seid tot! Tot, habt ihr verstanden? Ich reiße euch eure verdammten Zungen raus! Die werden euch nie finden! Ich hab mich für euch bei Mr. Kavar verbirgt. Für euch beiden Ärsche. Habt ihr wirklich geglaubt? Was zum? Schnappt ihn! Der Kerl macht uns verflucht nochmal fertig! Ich bin ein alter Mann. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich wollte ihn eigentlich nicht angreifen. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Gut. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Nein. Abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So. Das mit dem Waffenwechsel ist mir ein bisschen zu zügig hier irgendwie. Ja, Oh. Ich dachte, da kam gerade Nachschub. Hier Verstärkung, aber zum Glück nicht. So, dann haben wir den befreit. Und kehre zu Lenny Davis zurück. Ja, das machen wir. Wo ist unser Auto? Das steht, glaube ich, hier vor der Tür, ne? Genau da. So. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch eine Folge brauchen, um alle drei Bosse, also Mini-Bosse, vorzubereiten. Damit wir die am Stück denn nachher uns angucken können. Ja, können wir machen, können wir machen. Nichtsdestotrotz, mich würde mal interessieren, solltet ihr bis hierhin geguckt haben, weil, ja, also viel Aufregendes bis auf den normalen Fortschritt ist ja nicht passiert. Also muss ich ja wirklich zugeben. Das liegt aber nicht zwingend an mir oder vielleicht doch, aber größtenteils liegt es auch einfach daran, dass hier so richtiger Content im Sinne von Zwischensequenzen oder irgendwas in dem Dreh ja gar nicht existiert. Also zumindest bisher nicht. Vielleicht ist es aber auch nur eine Art Vorgeplänkel, dass das erst jetzt kommt, wo wir alle vereint haben, dass das hier eben halt diese zeitlichen Streckenzieher, wie auch immer man sie nennen möchte. Nee, wir mussten hier rein, ne? Genau. Dass es irgendwie so nur einfach Kaugummi-Dänen-Geschichten sind. Ist hinüber. Und Mr. Ja, so. Kavar? Jimmy Kavar hat angerufen. Er ist auf der Rathausbaustelle und will mich sehen. Er weiß es. Keine Ahnung wie, aber er weiß, dass ich ihnen geholfen habe. Er tötet mich. Oder ich gehe in den Knast und dann tötet er mich. Oh Gott! Packen Sie Ihre Koffer, Lenny. Verreisen Sie. Aber mit Ihrer Frau. Wenn Sie zurückkommen, ist alles vorbei. Reden Sie mit Jimmy? Klar. Na klar, also, ist es schon der Boss? Nein, ne? Wer ist denn das jetzt hier? Rede mit Lenny Davids, Nee, das ist schon das Eigentliche. Das heißt, wir haben noch die Erpressung offen. Finde und stiehl die toten Briefkästen. Rede, das können wir schon machen, weil wir haben ja die Sachen schon fertig. Mensch, da können wir das ja schon mal abschließen. Das ziehen wir vielleicht noch in diese Folge mit rein. Wo müssen wir hin? Das sind 600 Meter, das kriegen wir noch hin. Wir machen das mal schnell. Wir reden noch mit dem Harold Cowley. Das ist, glaube ich, der Journalist. Halt. Der Journalist, den wir die Aufgabe abbringen können. Die brauchen wir nicht verfolgen,
Sondern wir fahren jetzt. Oh ja, der hält sich aber gut auf der Straße. Also zumindest in der Geschwindigkeit hier. Und lenkt sich auch weitaus leichter. Okay, und dreht sich auch viel schneller. Und los geht's. Wieder folgen will ich aber nicht. So. Da ist das eine Ziel, was wir haben dürften. Und hier... Hier geht's wieder runter. Wow. Okay, hier muss man auch zu Fuß rein. So, mein Freund. Rennen können wir hier auch nicht. Und los. Haben wir damit was abschießen können? Sie haben Frankie im Badehaus ja ganz schön Feuer unterm Bottich gemacht. Mir stürzt gerade was ab. Sorry, blöder Karlauer. Wegen ihn hat Tony D'Orazio es derzeit ziemlich schwer, doch, die Politikos der Stadt unter Kontrolle zu halten. Was ist hier also passiert? Hat der Frankie beauftragt, das Imperial im Auge zu behalten. Was meinen Sie? Was wollen Sie mit dem alten Frankie machen? Das hängt von ihm ab. Hey, ich könnte mich auch anschließen. Meine Kamera ist im Wagen und... Wenn Sie für Ihr Schmierblatt im Dreck wühlen wollen, machen Sie das woanders. Ich schlepp Sie jedenfalls nicht durch die halbe Stadt. Schon gut. Schon gut. Man sieht sich. Toll. Irgendwas ist hier passiert. Es ist eine ganz schreckliche Auflösung hier eingetreten. Ich weiß nicht, ob er aufgezeichnet hat, Walter. Es sieht zumindest danach aus, dass er aufgezeichnet hat, aber er hat irgendwas hier gemacht. Wir beenden auch hier an der Stelle die Folge. Bis dahin, euer Firefox.